Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt wie Elder Scrolls 4 Oblivion. Und das... Oh, die Musik ist so geil, aber wahnsinnig laut. Direkt mal schauen, die Gesamtlautstärke. Wenn alles so laut ist, machen wir es mal so. Jetzt ist die Musik ganz sanft im Hintergrund. Und garantiert werde ich nachher, ja, wird alles andere trotzdem noch zu laut sein. Ist egal. Wir schauen erstmal. Wir fangen direkt an mit einem neuen Spiel. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Das Intro ist ja schon sehr geil. Kann ich nicht anders sagen. Einfach nur geil. Und ich weiß nicht, aber irgendwie, erstmal bitte Frau, irgendwie habe ich bei diesem Intro dasselbe Gefühl, das sich bei mir immer einstellt, wenn ich die Fluch der Karibik-Filmmusik höre. Und einfach nur, weil sich dasselbe Gefühl dabei einstellt, denke ich, die sind sich total ähnlich. Und sobald ich die Fluch der Karibik-Filmmusik wieder höre, denke ich garantiert, nee. Naja. Eigentlich wollte ich ja als Nachfolgeprojekt für Dick or Die, wo wir jetzt Oblivion sehen, auch Fluch der Karibik nehmen, wo man gerade beim Thema ist. Leider gibt es da ein gewisses Problem. Ich muss erstmal schauen, dass ich es emulieren kann irgendwie, weil... Schön. Eben mal PC-Geräusche. Der PC meldet sich zu Wort. Er sagt, nee, auch mit Kompatibilitätsprogrammen und allem. Nein, ich werde dieses Spiel weiter nicht starten. Nö, mach ich nicht. Und das finde ich sehr schade, weil ich habe es als Kind gerne gespielt mit meinem Bruder zusammen. Wir haben es aber nie durchgespielt, weil man immer vercheckt hat, so als kleines Kind, dass es eine Hauptquest gibt, der man folgen muss. Deswegen, ich kenne das Spiel gar nicht von Anfang bis Ende. Und ich dachte, so eine Kindheitsperle möchte man gerne let's playen. Jetzt keine Kindheitsperle, aber trotzdem ein Spiel, das ich sehr zu lieben gelernt habe, als ich irgendwann mal es gespielt habe. Und wir werden mal sehen, was sich draus machen lässt. Als erstes lässt sich hier ein Charakter draus machen. Kaiserlicher. Sie stammen aus der zivilisierten, weltläufigen Provinz Cydruil und sind sehr gebildet sowie Meister der Rede. Und vielleicht auch sehr eingebildet? Sie haben sich als gewiefte Diplomaten und Händler gezeigt. Khajiit. Sie kommen aus der Provinz Elsweyr und sind intelligent, flink und geschickt. Dank ihrer natürlichen Geschicklichkeit und unübertroffenen Akrobatikfähigkeit sind sie geborene Diebe. Nord. Sie sind Bürger von Skyrim. Ein hochgewachsenes, hellhaariges Volk. Nord sind kräftig, willensstark und zäh. Und sie sind berühmt für ihre Resistenz gegen Kälte, selbst gegen magischen Frost. Ork.
Ork-Waffenschmiede bewohnen die Wrodga- und Drachenschwanzgebirge und ihre Handwerkskunst ist allseits hochgeschätzt. Ork-Krieger in schwerer Rüstung gehören zu den besten Fronttruppen des Reichs. Rotbardone. Die größten natürlichen Kriegertalente in Tamriel. Außer ihrer kulturellen Affinität für viele Waffen- und Rüstungsstile sind sie auch von starker Konstitution und schnell zu Fuß. Waldelf. Die Clanleute des westlichen Fahlenwaldes, okay. Die Clanleute des westlichen Fahlenwaldes, auch als Boosmeer bekannt. Waldelfen sind behende und schnell, wodurch sie gut als Kundschafter, Agenten und Diebe geeignet sind. Und natürlich sind sie die besten Bogenschützen in ganz Tamriel. Argonia. Die Reptilien sind an die tückischen Sümpfe ihrer Heimat angepasst und haben natürliche Immunität gegen Krankheit und Gifte. Bretone. Zusätzlich zu ihren raschen und scharfsinnigen Erlernungen von Zaubersprüchen, Verzauberungen und Alchemie können sie selbst die gewöhnlichsten Bretonen eines hohen Widerstands gegen destruktive und dominierende magische Energien rühmen. Dunkelelfen. Die Dunkelelfen sind in ihrem Heimatland Morrowind, auch als Dunmeer bekannt. Dunmeer? Kenne ich das jetzt nur noch aus Skyrim oder noch von woanders? Das kommt mir bekannt vor. Und berühmt für ihre geschickte und ausgewogene Integration von Schwertkämpfern, Schützen und Kriegsmagiern. Klingt gut. Hochelf. In ihrer Heimat der Insel Somerset sind die Hochelfen auch als Altmeer bekannt. Sie zeigen oft beachtenswerte Fähigkeiten in den geheimen Künsten und sind weit weniger anfällig für Krankheiten als andere Rassen. Und da sind wieder die Kaiserlichen. Die zeigen wir auch einmal von allen Seiten. Und die Khajiit. Ja, Khajiit. Oder wie auch immer. Nord. Ork. Einen kleinen, vorstehenden Unterkiefer. Aber Hauptsache, der Dutt ist da. Für die, die es nicht wissen, Männer, ihr müsst es übrigens nicht wissen, ein Dutt. Ich finde es schrecklich, in einer Welt zu leben, wo manche Männer wissen, was ein Dutt ist. Das müssen die nicht wissen. Hautenge Hosen finde ich bei Männern auch schlimm. Schwertkämpfern, Schützen und Kriegsmagie. Ist für mich, klingt, finde ich, gut. Ich denke, ich nehme einen Dunkelelf. Oh ja, alt und faltisch. Oder jung und knaggisch. Oh, das sieht, finde ich, sehr doch hübsch aus. Die Haut wird grün im Alter, das ist doch schön. Aha. Moment. Form. Ach du Scheiße. Stimmt, man kann ja alles machen. Hui, hui. Breit, schmal. Da ist das Gesicht ja... Ach du Scheiße, nein. Nein. Okay, Brauen. Okay. Ach ja, Name des Charakters ist übrigens, So. Ich schaue jetzt einfach nur, was man hier sonst noch so machen kann. Haut.
Lassen wir so. Ein Quest angefügt. Ein kommt aus dem Gefängnis. Mit WASD wird gesteuert. Mit Unschalt laufen wir. Dann noch in den Hallen von Azura. So ein Anblick. Ihr seid so hübsch, mein liebes Dunmeer-Mädchen. Eine der Wachen ist mir einen Gefallen schuldig, wisst ihr? Ich könnte uns beide in eine Zelle stecken lassen. Würde euch das gefallen? Nein. Ihr solltet ein wenig Spaß haben, bevor es mit euch zu Ende geht. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Egal, was im Gesetz steht. Egal, was sie zu euch gesagt haben. Ihr werdet hier drinnen sterben. Ihr werdet sterben. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Varus, verriegelt diese Tür hinter uns. Zu Befehl. Meine Söhne. Sie tot, nicht wahr? Das wussten wir nicht, Herr. Der Bote sagte nur, dass sie angegriffen wurden. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ihr da, Gefangener, tritt zur Seite. Das, zum Fenster. Das bleib aus dem Weg und ihr passiert nichts. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Ach so. Es scheint uns bleib, niemand zu wo folgen, du Herr. Bist, Gefangener. Gut. Wie kann ich denn bitte meine Fäuste einstecken? Kannst du mir das sagen? Ihr... Ich habe euch schon einmal gesehen. Ne. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Wie bitte? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Ach, was? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle, denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Okay, und wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels, und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Nein, ich gehe meinen eigenen Weg. Wie wir alle. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ich würde mich echt freuen, wenn ich meine Fäuste sinken lassen könnte. Könnt ihr mir... Hi. Hey. Sieht aus, als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Guten Tag. Ich komme dann mal mit euch. Stör ich? Ich hoffe doch nicht. Was ist denn hier? Gar nichts. Das geht dich nichts an, Gefangener. Oh doch. Bleib da, Gefangener. Oh nein. Ich bleib mal hier. Da links. Beschützt den Kaiser. Der Hauptmann ist tot. Schützt euch selbst. Tut euer Schlimmstes. Ja, mit F. Der hier gehört mir. Mit E springe ich? Wir sind in Sicherheit, vorerst. Hauptmann. Nein. Sie ist tot. Tut mir leid, Herr, aber wir müssen weiter. Verhaltet euch ruhig und macht den Weg frei. Nein. Ich muss hier erst noch ein ich bisschen weiß klarkommen. Nicht, aber zum Ja. Die nehmen wir doch mal ab. Ach, wer braucht schon Kleidung? Ja, wie komme ich... Kern, ist es jetzt